Hallo, herzlich willkommen zum täglichen Newsflash aus der Cinema-Redaktion hier im Hamburger Hafen. Und es gibt wieder ein paar Neuigkeiten. Zum einen hat Neil Blomkamp jetzt den zweiten seiner drei geplanten Kurzfilme veröffentlicht. Das Ganze heißt Firebase und das könnt ihr euch auf cinema.de angucken. Aber ich möchte euch kurz vorwarnen, das ist wirklich harter Tobak, denn das Ganze spielt zur Zeit des Vietnamkriegs und schildert, wie amerikanische GIs sich mit einer monströsen Kreatur herumschlagen müssen. Das ist schon ganz schön blutig und ganz schön bitter. Das ist so eine Art Predator meets Apocalypse Now. Bin mal gespannt, was ihr davon haltet. Ich fand ja schon den ersten Kurzfilm Raqqa sehr, sehr gelungen. Da ging es ja um so echsenartige Aliens, die die Welt eingenommen haben. Auch den könnt ihr euch natürlich auf cinema.de angucken. Den habe ich nochmal verlinkt, wenn ihr euch Firebase anguckt, dann könnt ihr ein bisschen vergleichen. Firebase dauert so um die 27 Minuten, also ist fast schon ein kleiner Film. Und wenn man sich das anguckt, auch von der Anmutung her und sowas, würde ich mich echt freuen, da mal so einen 1,5 bis 2 Stunden Film draus zu sehen. Aber wer weiß, vielleicht kriegt ihr ja wieder Geld zusammen und kann uns dann mit so einem Film unterhalten, solange wir noch auf Predator den nächsten warten müssen. Also Firebase, guckt ihn euch an, der hat es in sich. Ja, die nächste Meldung, die hat es auch in sich. Es geht nämlich um Michelle Rodriguez. Die spielt ja Letty Ortiz in den Fast and Furious Filmen und die hat jetzt auf Twitter bekannt gegeben, ihre Überlegungen, ob sie nicht vielleicht das Franchise verlassen sollte, sprich für den nächsten Film, den 9. Film der Reihe. Warum? Ihr sind die Frauenfiguren einfach viel zu dröge und unterfordert. Und ja, natürlich, sie hat vollkommen recht. Es geht ja hier um Testosteron Deluxe. Ihr Ärger hängt sich so ein bisschen daran auf, dass sie schon ewig mit Jonah Brewster spielt. Die spielt ja die Schwester von Vin Diesel, also von Dom Toretto. Und sie sagt, sie hätte also die Anzahl an Dialogen, die sie mit Brewster hatte, die könnte sie an einer Hand abzählen. Das kann ja eigentlich auch nicht wirklich angehen, dass es nur um die Männer geht, während in allen anderen großen Blockbustern Frauen mehr und mehr an Bedeutung gewinnen. Vor allem natürlich auch im Hinblick jetzt auf Wonder Woman, wo eine Frau einen ganzen Film trägt, also einen Blockbuster. Ich finde auch, sie hat vollkommen recht, da kann man mal so ein bisschen das Franchise mal überdenken. Und weil Michelle Rodriguez ist ja ziemlich toughe Lady, also die weiß auch, was sie tut und die ganzen Stunts, die macht sie ja auch. Also ich fände es schade, wenn sie das Franchise verlassen sollte, aber vielleicht wollte sie den Produzenten um Vin Diesel vielleicht einfach mal so ein bisschen Anstoß geben und sagen, dass das Ganze auch endlich sein kann. Wir gucken mal, wir bleiben dran und schauen, wie das Ganze weiterläuft. Bei der nächsten Meldung muss ich sagen, da habe ich Gänsehaut bekommen, aber im negativen Sinne, lief mir nämlich ein Schauder über den Rücken. Offensichtlich, das sind aber auch wiederum nur Gerüchte, aber die möchte ich euch nicht vorenthalten. Es geht um James Bond. Da wird gemunkelt, dass die Macher, also Michael G. Wilson und Barbara Broccoli, eine Art Spin-off planen, also ein Bond-Universe. Also ich hatte ja auch in vorigen Ausgaben schon mal erzählt, dass diese Universe-Geschichten der große neue Schrei ist in Hollywood, vor allem ein großer Hype, weil sich dadurch natürlich extrem viel Geld verdienen lässt, nach dem Vorbild von Marvel, DC. Das Dark Universe mit den Universal Monstern ist ja auch am Start. Und dann Bond soll da oder die Produzenten sollen da womit wohl liebäugeln. Pläne in der Richtung gab es schon früher, nämlich bei Stirb an einem anderen Tag. Der letzte von Pierce Brosnan. Damals hatte man überlegt, ob man nicht den Charakter von Halle Berry, Jinx, ob man der Frau nicht einfach einen neuen oder einen eigenen Film spendiert. Aber weil der Film dann oder Stirb an einem Tag so unfassbar durchgefallen ist bei den Kritikern, an der Kinokasse gar nicht mal so, ganz im Gegenteil eigentlich, aber weil der halt nicht wirklich gut ankam, auch in der Bond-Community, war man so ein bisschen over the top, hat man diese Pläne wieder fallen gelassen. Jetzt scheint man wohl so ein bisschen auch vom Universe-Fieber eingeholt zu sein und denkt, ja, vielleicht kann man noch andere Facetten des ganzen Bond-Kosmos erforschen. Ich sag nur, bitte nicht. Das brauchen wir nicht. Ja? Also ganz im Ernst, es geht um Bond und um sonst keinen. Na klar, ein Film über Felix Leiter hört sich jetzt erstmal ganz gut an, aber ich finde, er könnte auch, das ist ja Bonds bester Freund vom amerikanischen Geheimdienst, ich finde, der könnte auch in einem ganz normalen Bond-Film einfach mal wieder vorkommen und mehr Gewichtung erfahren. Da braucht man keinen neuen Film oder auch Abenteuer über andere Doppel-Null-Agenten. Ja, warum? Wir haben doch einen. Das reicht doch nun, weiß Gott.
Und ich finde, man sollte sich damit darauf konzentrieren, vernünftigen Bond-Film zu machen und nicht noch links und rechts Nebenschauplätze aufzumachen. Also ich bin da sehr, sehr skeptisch. Natürlich, bevor man nichts gesehen hat oder kein Konzept ist, keine Darsteller bekannt gegeben sind, muss man natürlich immer vorsichtig sein. Aber ich sage jetzt mal hier, nee, ich brauche das nicht. Da gucke ich, lese ich mir doch lieber den Comic durch über Felix Leiter. Der erscheint ein Solo-Comic. Der erscheint am 1.9. in Deutschland. Ich finde das eine spannende Figur, ohne Frage. Aber es geht um Bond und Punkt, mehr brauche ich eigentlich nicht. Und ich muss auch nicht irgendwelche Liebschaften in einem eigenen Film sehen und. Oder nachher die Lebensgeschichte von M oder ich weiß es nicht. Also ich finde, das ist dann wirklich auch echt too much und macht einfach einen vernünftigen 007-Film. Da sind wir alle mehr als zufrieden und ich ganz besonders. Wir sehen uns morgen wieder mit dem nächsten Newsflash. Mal gucken, was uns dann alles erwartet. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht was draus. Bis dann. Tschüss.